guten Abend alle miteinander und ein schönes neues junges Jahr. Und an dem ersten Tag gibt es heute mal das Bild andersrum, nämlich den Stern, den Neujahrsstern, mit einem Gedicht natürlich von Andreas Köllner. Und dieser Andreas Köllner, der ist durch meinen Kanal auf mich aufmerksam geworden und hat mir seine Gedichte wiederum zugesendet. Und jetzt komme ich an diesem neuen Tag des Jahres 2022 dazu, eins von ihm zu lesen. Und zwar heißt es Neujahrslicht. Deswegen ist das Bild heute mal andersrum. Und ich hoffe, ich kann in der einsetzenden Dunkelheit seine Zeilen gut lesen. Andreas Köllner, Neujahrslicht. Das Jahr zeigt Gesicht dem Ende entgegen. Im Lächeln, da spricht's. Kannst du's denn nicht sehen, das Licht? Wohin es dich trage, wer weiß das gewiss. Doch was dich auch plage, denk dran, dass neue Jahre werden entstehen. Und immer wird vorblühen die Frage, du Licht in der Nacht, wird dein Funken verwehen oder doch neu entfacht? Also vielen Dank, lieber Andreas. Und euch noch einen schönen Rest-Neujahrstag. Ich gebe euch mal ein bisschen einen Ausblick hier. Den Tibet-Fahnen über den Elbhang. Und mit einem Streifen Licht am Horizont sage ich, ich wünsche uns allen ein ganz tolles neues Jahr. Und erstmal bis morgen. Ciao.